Die Arbeitgeber haben heute ein Angebot vorgelegt, wenn man das überhaupt so nennen möchte. Das ist natürlich völlig unzureichend. Wir fordern hier eine Tabellenerhöhung von 8% und das, was die Arbeitgeber heute uns angeboten haben, 3.000 Euro Einmalzahlung auf 30 Monate ohne eine Tabellenerhöhung, das geht natürlich gar nicht. Das ist eine Kampfansage. Und was mich wirklich ärgert, heute ist der letzte Tag der Friedenspflicht. Und am letzten Tag legen sie ein Angebot vor, was unverhandelbar ist. Deshalb kann es nur eine Antwort geben, massive Warnstreiks. Diese Schuld liegt bei den Arbeitgebern. Sie haben es wirklich verpennt, mit uns zu verhandeln. Und über nichts oder wenig verhandeln wir nicht. Ab heute, ab 0.01 Uhr, werden wir mit den Warnstreiks in ganz, ganz vielen Betrieben hier in NRW beginnen. Wir werden dann bis zum 10. November den Arbeitgebern zeigen, was heißt, wenn tausende Menschen, tausende Beschäftigte auf die Straßen gehen und für ihre 8% einstehen. Wenn man sich mal anguckt, was gerade in den letzten Jahren passiert ist, die Kolleginnen und Kollegen haben dafür gesorgt, dass die Betriebe weiter laufen, dass teilweise hohe Gewinne weiterhin gefahren wurden. Wir haben die letzte tabellenwirksame Erhöhung im Jahr 2018 gehabt. Danach gab es zwar wiederkehrende Einmalzahlungen, aber nichts in die Tabelle. Wir brauchen 8% jetzt, weil wir es verdient haben, weil wir Zurückhaltung auch in der Krise gezeigt haben. Und jetzt ist an der Zeit, 8% zu bekommen. Jetzt müssen wir zeigen, was wir können. Und da zähle ich jetzt auf euch.